So, und da sind wir wieder. Ich habe mir jetzt noch was zu essen gegönnt. Wir braten einen Reis mit Hühnchen, die Reste von gestern. Wow, Mühe. Krise. Und wir sind auf dem Weg in die neue Stadt. Müssen dafür über diese Wasserroute. Aber ich denke, das schaffen wir. Das sollte kein Problem sein. Ich esse währenddessen einfach genüsslich meinen Reis. Und damit hat sich's dann. Halt die Schnauze, bind mich doch jetzt noch unter die Nase. Ich erinnere mich gerade wieder dran, dass ich vergessen habe, dass ich auf Flucht gedrückt habe und wodurch mein Futok, mein potenzielles Futok flöten gelassen habe. Muschas haben, ey. Route 41, oder gibt's da noch ein neues Pokémon? Huch. Jetzt werfe ich schon mit Reis um hier. Wieso treffe ich eigentlich immer nur dreimal und dann überlebt es das nur so ganz knapp? Überall! Jedes Mal das Gleiche! Schon traurig, wenn Ruckzuck eigentlich stärker ist als der Step, ne? Da brauchen wir Whirlpool. Das ist hier auch eine VM. Die gibt es, glaube ich, auch nur in Hardgold und Soul Silver. Ich kann kein Pokémon komplett besiegen. Was ist denn mit dem so ein Problem, Alter? Geht doch. Jawohl. Leafblade, boom bitches. Jetzt seid ihr alle sowas von gefickt. Da ist die komische Höhle, wo es glaube ich später auch Arktos oder so gibt. Die Seeschauminsel ist es aber nicht. Gibt es ein Kanto? Karados ist jetzt nicht so geil. Fuchtler setzt es ein, okay. Noch ein Karados. Ganz so geil finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. So. So, back. Weapon. Machen wir erstmal noch die All.
Nora, Bobit, Leaf Blade. Ich sollte vielleicht noch meine anderen Pokémon ein wenig trainieren. Auch wenn es jetzt schön ist, mit Leaf Blade überall durchzugehen. Ah, da sind wir schon an der Route. Ah, schön gut. Erntestadt. Das war aber jetzt noch nicht mein Ziel gewesen. Ein Sieper. Ach, das ist die V.O. Ja. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Surfer liebe, weil es einfach auch mega stark ist? Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre es noch schöner. Ja, danke. So, ich habe beschlossen, wir gehen jetzt hier erstmal ins Pokémon Center. Oh, die Musik ist extrem schön. So. Auch wenn Magnan jetzt echt... eigentlich brauche ich Magnan jetzt erstmal nicht und kann wieder Palimpalim reinpacken. Weil, für die nächste Arena brauche ich auf jeden Fall das Palimpalim. Mhm. Hey! Okay. Also sie gibt mir Fliegen, wenn ich den Arena-Leiter besiegt habe. Das ist doch schon mal gut. Level Cap beim Arena-Leiter ist 30 oder so ähnlich. Oder Suki. Hallo. Jetzt kommt wieder der Typ da. Der will mit mir kämpfen. Hi. Das ist Geist-Pokémon. So. Nein, Kleintan soll sich immer noch nicht entwickeln. Für das Erdbeben! Team Erdbeben! Könnte mir hier, glaube ich, einen Zertrümmerer-Pokémon holen. Haben wir schon mal die Secret Potion für den, das Leuchtturm am Tower später. Hier bekommt man noch ein Pokémon geschenkt, das ist schon mal gut zu wissen. Ich weiß zwar nicht, welches es ist, aber das nehmen wir eigentlich immer gerne in Kauf. Genau, ansonsten, bin ich gerade noch am Überlegen. Hat die Pokémon? Nee. Packen wir mal ganz kurz Vulpix raus.
Mal beschenken lasse ich mich ja gerne. Oh. Ein Potrott. Damit könnte man Leute abfacken. Noch so eine Kombination mit Rest, was ich hier habe. Ja? Ja, das behalten wir auch erstmal auf Lager. Das Gute ist halt. Wenn ich jetzt die ganzen Pokémon hier auf Lager habe, können halt nicht mehr so viele getötet werden. Wie ich gute Pokémon noch hier habe. Das ist schon mal ganz nett. Ich gucke jetzt gerade mal. Hier war ich noch nicht drin. Und da. Ah ja, das ist der Fotograf. Okay. Hole ich mir einen Surfer-Pokémon oder einen Zertrümmerer-Pokémon? Ob ich überhaupt ein Pokémon mit Zertrümmerer? Ich glaube nicht. Hm, dann wird es eventuell ein Surfer-Pokémon. Müssen wir mal gucken. Route 41. Und unser Pokémon ist ein Anorith. Ja, warum eigentlich nicht? Hey, bleib doch jetzt mal gefälligst drin. So. Du bist... Hier gibt's keinen Abra. Damit schreib dich so Kleuchen. Jetzt ist nur die Frage. Route 41. Ah, da sieht man die Wander-Pokémon. Cool. Route 40, okay, das Pokémon habe ich gefangen. Ja, dann werde ich jetzt erstmal offline ein bisschen trainieren, auf die Level Cap gucken, ob ich andere Pokémon noch bei mir ins Team hole. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nach dem Cut wieder und bis gleich. Ja, hallo, da sind wir wieder zurück. Ich habe das Team ein bisschen verändert, da ich keinen Bock habe, dass am Ende unser Georock irgendwie ausgenockt wird, weil das brauche ich noch. Telefon, sehr cool. Muss jetzt mal ganz kurz dran. Oder mein Vater geht dran, geht natürlich auch. Genau, dann haben wir Staravia, hat jetzt Aeroass noch gelernt während dem Training. Palim habe ich wieder ins Team genommen. Wie ihr schon gesehen habt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das direkt das. Ich hatte das nämlich zwischenzeitlich nicht mehr im Team gehabt, dann weiß ich gar nicht mehr. Also während dem Training, aber ich glaube, ich habe es jetzt wieder ins Team. Hatte es vorher auch schon im Team. Hatte verschiedene Sachen gelernt. Psywelle, Bodycheck. Safeguard war es, glaube ich, oder Yawn. Das habe ich alles, das fand ich alles unnötig. Das habe ich sein gelassen. Dann habe ich Papinella wieder ins Team geholt, weil das gut Treffer abfangen kann. Hatte Mega Drain und Morning Sun gelernt, statt Tackle und Gift Staffel. Fuchs war nur Level 30. Und Gekabor, also Reptane, hat sich auch nichts geändert. So, wir müssen noch... Schön. Einmal kurz das Spiel neu starten. Das macht Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir da wieder. Ich habe jetzt dreimal die ROM erst neu starten müssen. Das Team habe ich jetzt vorgestellt. Wir müssen aber noch ein Pokémon fangen. Hier auf der Route. Und ich habe dazu entschlossen, wir probieren mal die neue Angel aus. Die Good Road. Mal gucken, was wir kriegen.
Species Class, da darf ich noch mal ran. Oh. Schön. Ich denke mir jetzt gerade nur so, machen wir noch mehr Druck auf der Box. Ich könnte noch ein potenzielles Milotic haben. Ganz so toll ist das jetzt nicht. Zumindest war nicht für meine Gegner. Komm, werfen wir den Great Ball. Wird schon passen. Jawohl. Wie nennen wir dich? Hier gibt's immer noch kein Ganz Eleganz. So. Ja, dann heilen wir nochmal ganz kurz. Also ich habe schon 2 auf Level 31, 4 auf Level 30. Ich habe mir gedacht gehabt, Vortrainer müssten wir auch noch machen. Habe ich mal wieder so gut wie vergessen. Aber gut. Gucken wir uns mal ganz kurz gleich die Pokémon an, die wir eigentlich jetzt dem Ganzen gefangen haben. Aber erst hole ich mir von unserem kleinen Stein mal noch die Flinkklaue. Und gebe die Glöckchen. Das wollten wir uns nicht angucken. Wir wollten hier mal ein bisschen Pokémon gucken, die wir gefangen haben. Sorry. Also das Sturdy, das ist schon mal gut. Minus Speed plus Attack ist eigentlich richtig scheiße, aber egal. Ja. Dann haben wir hier... Das ist eigentlich ziemlich wurscht, das Wesen. Ja, Runaway ist jetzt nicht so besonders. Dann Q-Charm. Oh, ein Pipi mit plus Angriffwesen, auch interessant. Doubles, okay, ja. Moonstone. Dann haben wir dich mit plus Defense minus Speed, okay. ja. Und dann haben wir da Kläuchen. Metal Claw, Battle Armor, das Pokémon ist protected against critical hits, okay. Wesen wird durch nichts großartig beeinträchtigt. Viel Speed und viel Attack, das ist eigentlich ganz nett. Und Eleganz mit Swim Swift. Ich weiß gar nicht, was daraus wird, wenn es dann Milotic ist. Plus Attack minus Special Defense, okay. Muss jetzt nicht sein, aber okay. Genau, und das ist unser Zigzag. So. Dann gucken wir doch mal, dass wir die Vortrainer in der Arena noch schnell machen. Das will ich erstmal verbrennen. Ach, da kommt schon die Tate. Danke für gar nichts. Ist es ein Speed High? Ja, es ist ein Speed High, lol. Und direkt mal ohne Schaden durchgekommen, obwohl es zweimal Meditation eingesetzt hat. Also. Mach Hollow, okay. Ich weiß nicht, ob das Adrenalin hat, deswegen bin ich auch gar nicht erst auf ihr dich. Machoke. Da, Staravia macht gutes Mal. Da habe ich ein bisschen Bammel vor. Okay. Das überblick ich jetzt nicht so, dass ich da sage, ich habe Angst vor, aber jetzt eigentlich nicht so. War jetzt irgendwie doch nicht so nötig, dass ich gewechselt habe. Na, gucken wir mal, was wir hier haben. Hitmonchan. Mal wieder, also ich glaube nicht, dass der Adrenalin hat, deswegen können wir wieder auf Dings gehen. Ja, genau. Der Angriff ist jetzt gleich neu.
Gut, haben wir das auch. Und ich setze nochmal kurz ein paar Potions ein. Die werden wir eh nie alle verbrauchen. Und zumindest später nicht mehr. Und solange ich die noch habe und durch Mitnahme ja so gut wie geschenkt hatte, kann ich es auch noch bei Wolfgang schnell einsetzen. Jetzt hier mal Menki. Noch ein Menki. Noch ein Menki? Wäre so typisch dieser. Ah! Das ist gut. Frage ist, ob Confusion Wilder Will of Wisp, aber ich bin ja für Confusion, weil Licht ist ganz gut und auf Verwirrung zu hoffen, ist eh eigentlich so bitter. Ich hätte auch die Wahl bei Papinella. Das ist nicht mehr Menki. Bei Papinella, hier Dings einzusetzen, Anziehung habe ich auch nicht gemacht. Also das fand ich jetzt auch nicht so pralle, wenn ich das gemacht hätte. So. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal kurz die Pokémon heilen, die ich habe. Und bringe die noch schnell alle auf Level 31. Da mache ich einfach einen ganz kurzen Cut. Da pausiere ich jetzt kurz die Aufnahme und genau, level die schnell hoch. Das dürfte ja schnell dieses eine Level da sein. Und genau, bei den dreien sogar nur. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ne? So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir angeguckt, was für Pokémon Hartwig hat. Und das wird auch hart. Ich habe beschlossen, ich starte mal mit Azumarill. Weil, ach, der kann mit seinem. Der beginnt mit Menki. Mit Rasaf, nicht mit Menki, mit Rasaf. Und der kann mit seinem scheiß Rasaf einfach gefühlt alles encountern. Es ist so hässlich. Und ja, jetzt bin ich halt dazu gekommen, zu sagen, ich starte mit Azumarill. Und gucke jetzt halt mal in der ersten Runde, was er denn überhaupt einsetzt. Rockstar. Wahrscheinlich schreck ich zurück, am Arsch schreck ich zurück. Nee, nee, das hat doch hier, das hat doch immer so, machen wir Schaden, Bitch! Das ist wieder das Anfangs-Pokémon. Das Rasa. Ist aber auch eine miese Taktik. Wie viel ich muss gucken, wie viele Heil-Items ich verwenden. So, also wir dürfen bis zu 3 Heil-Items verwenden. Dementsprechend würde ich jetzt gerne eine Super Potion auf Azumarill einsetzen. Und da kommt man fern. Lol. Lol. Und direkt mal seinen Trank verballert. Und noch ein Critical Hit hinterher. Alter, ich hab bisher. Gegen Medicham würde ich gerne Angriffssenkung mit Staravia. Ja. Der Kampf ist gelaufen. Gut so. Boah. Das ein Krampf, Alter. 2 Critical Hits. Den Kampf verballert für sein Monferno, das keine Notsituation eingesetzt hat. Ich würde mal sagen, Glück im Unglück.
Und wir halten Fliegen von der Dame, wie ich es gewusst habe. Da. Machen wir Notsituation weg. Ich glaube, mit Wirbelwind kann ich noch ein bisschen mehr Druck machen. So, dann muss ich das einfach aushalten. Gehe jetzt aber als allererstes mal hin. Ich kann jetzt surfen und fliegen, das ganz gut. Und würde nämlich gerne erstmal zur Grundwassersenke fliegen. Weil dort kann ich noch ein bisschen was absurfen. Das würde ich dann gerne auch als erstes tun. Hier unter anderem. Oh, da ist nichts, okay. Könnte ich mir nur theoretisch noch ein Pokémon fangen? Praktisch nicht, weil ich mir hier schon was gefangen habe. Gar nicht mehr, was ich mir hier gefangen hatte. Da hinten muss man Stärke nutzen. Ah, vielleicht kommen sie da noch nicht so viel weiter, weil ich noch nicht Stärke habe. Das kann natürlich auch. Nee. Gut, die Grundwassersenke muss ich mir dann später noch mal zum Ohr machen. Ja, das wäre auch nett gewesen. Ich glaube, hier habe ich mein Meryl her. Im Nachhinein hat mir ja zu Meryl schon richtig gute Dienste geleistet, also beschweren darf ich mich da eher weniger. Noch am Anfang war ich, glaube ich, über Meryl gar nicht mal so glücklich. Genau, wir können aber uns hier noch ein Pokémon angeln, haben wir schon. Das war eines dieser hässlichen Baby-Pokémon, aber ich kann hier noch ein bisschen surfen und mal gucken, ob es hier noch irgendwas Spezielles gibt. Außer dem Mann, der da steht, da oben sehe ich schon eine Insel, wo ich noch hin kann. Also noch ein Strand, ein kleiner. Da brauche ich Kraxler. Ich ärgere mich gerade wieder ein bisschen darüber, dass ich das... Oh! Das wäre nice gewesen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen darüber, dass ich das... Mystic Water. Das ist natürlich auch nett. Mal gucken, wie ich die Shellbell zu Glöckchen und die Quickler zu dir und Wurmi kommt eh bald wieder raus. Jetzt gerade mal überlegen, ob wir sonst noch irgendwo surfen müssen. Hier können wir nicht surfen. Nee. Wir können jetzt schon zur nächsten Arena gehen. Ah, nee. Nee, gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Wir, Move Pokémon. Jetzt einmal hin und nur einen kleinen Stein wieder. Danke für deine Dienste, auch wenn ich dich nicht gebraucht habe. Wer weiß, ob man vielleicht nochmal Papinella braucht. Das kann schon noch hilfreich werden. Ich will jetzt gerade mal überlegen. Das mache ich aber, glaube ich, nicht. Das mache ich auch nicht. Genau so. Alan ruft an. Wir fliegen noch mal ganz kurz. Weil da ist die Safari-Zone und da möchte ich gerne einmal gewesen sein. Und da kann man, soweit ich weiß, zumindest jetzt schon mal hingehen. Noch nicht reingehen, aber hingehen. Und dann hätte ich auch gerne, dass ich den Weg da ausnutze. Warte mal.
Cliff Edge, okay. Ah, das geht noch gar nicht. Okay. Gut, dann doch, dann muss ich jetzt wieder fliegen. Dahin. Wir helfen dem guten Ampharos kurz und da muss ich schon wieder trainieren. Hey, die Arenen hier, die haben einfach so wenig Zwischenraum, sag ich mal. Immerhin klein, sieht voll süß aus, wenn es so neben uns steht. So, wow, ich kann Fäuste. Schön. Ich benutze nicht den Evelator. Oh, wie süß. Es ist alles wieder erstrahlt und der Leuchtturm funktioniert. Ja. Bevor wir jetzt in die Arena können, muss ich meine Pokémon erstmal wieder nochmal. Die Safari-Zone ist offen. Halleluja. Jetzt können wir gerade nochmal hinfliegen. Alter, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich jetzt zuerst gemacht und wäre dann hingeflogen. Alter, am Arsch ist die jetzt offen. Hat sich jetzt mal überhaupt nicht gelohnt. Route 47. Ich habe noch wie viele Bälle in meinem Beutel? Genug. Das Wanderer. Hallo. Oh wow. Das ist jetzt aber nicht so besonders. Also du könntest theoretisch vor der Arena schon wieder zurücksurfen und das Ampharos schon genesen lassen, deshalb sind die bestimmt die Level auch niedriger. Ist jetzt gar nicht so schlimm. So kommt mein Kleinstein hier wenigstens auch relativ gut mit. Beim Kämpfen. Ja. Level 27. Nein, wir wollen das nicht. Wegen dem Erdbeben. Paraheiler, sehr schön, haben wir auch noch einen. Dass sie mir einfach gar keinen Schaden gemacht haben, ist auch ein bisschen traurig. Cliff Cave, okay. Ah, da muss ich sowieso durch. Ja gut. Droplet! Mmh. Das kam mega sauber, das ist eigentlich nicht so nice. Und Bullet Seed kann es auch. Okay. Irgendwie macht es ja immer noch keinen Schaden. Ich hatte es fünfmal getroffen und es war nichts. Ach komm schon. Geht doch. Meryl. Nee, da bleibe ich nicht drin. Weil das kann eine gute Wasserattacke. So, Confusion. Und das Ding ist weg. Und was erhalten wir hier? Revive. Noch ein Belieber. Das sind alles gute Mini-Nuggets. So, und du bist... Cliff Cave. Route 47. Ah ne, ich möchte hier nicht unbedingt surfen, wenn es hier auch Alternativen gibt. Da möchte ich jetzt erstmal gucken. Vor allem auch gibt es hier auch. Hier gibt es auch Pokémon. Ha! Cliff Cave und wir bekommen Xatu. Hm.
Mifrost. Hier gibt die Attacke auch mal mehr Sinn. So viele Zeichnungen hier. Also eine Cliff Cave holen wir uns jetzt mal auf Xatu ab. Das ist auch ganz nett. Wenn ich Xatu. Sehr kreativ. Zazu. Zazu, noch besser. Danke, war ich immer auf Route 47. Magnitude ist hier wirklich gut sogar. Und gleich nur da wegen Schwebe. Hallo? Hallo? Jetzt kann ich gerade nicht mehr so ganz. Was soll das denn? Hat die gerade wirklich einfach so mal meinen Kleinstein besiegt? Ich gerade ein bisschen platt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die einfach mal so meinen kleinen Stein weghauen. Jetzt bin ich ein bisschen. Ja, da habe ich eigentlich sehr viel Mühe und Zeit reingesteckt. Jetzt letzten Endes war das ein bisschen unnötig. Das Magma und das Elektrik, die haben mich gerade ziemlich gefickt. Route 48, okay, das hier ist noch eine neue Route. Hier kann man auch theoretisch ins wilde Gras. Und hier ist Safari zum Gate, okay. Gut, mein Kleinstein ist leider weg. Hätte ich doch nur die Species Claws bei Dings in Kauf genommen. Bei der Stadt da gerade eben. Garados bis dahin halbwegs gut habe, weil gegen Stahl macht hier sonst eigentlich. Und ich will nicht das machen. Ich kann noch zwei Feuer-Pokémon reinpacken, so ist nicht. Ich will doch gucken, dass ich Magneton bis dato. Ja, das wäre eigentlich noch nicht mal so die dümmste Idee, glaube ich. Dass ich Magneton bis dato dann hochtrainiert habe. Ja. Oder ich gehe hin, ich meine, ich benutze Magneton genauso wenig und guck mal, dass ich Anorith bis dahin ein bisschen. Ja, ich guck mal, glaube ich, mit Anorith, dass das was wird. Okay, gut, das ist schon mal gut zu wissen, dass es hier noch mehr Pokébälle gibt. Ah, jetzt gibt es die Dinger, die wir nicht nutzen dürfen, das ist aber auch nicht schlimm.
Samstag. Ich werde noch gucken, wo Samstag ist. Es gibt so ein paar Kiddies, die stehen immer wild herum und wo jeden Tag jemand anderes woanders. Und da kannst du dann gucken, dass du ja, dir bei den Typenverstärker holst. Da habe ich auch immer nie zum Beispiel. Level 20 macht aber schon guten Schaden. Ich muss jetzt mal auf. Hopp, jetzt bleibt mal. Da. Face Bitch. Ich nenne einfach nur Kick. Ach, nur so geschrieben, so. Dann können wir eventuell noch einen Typenverstärker absagen. So, hier habe ich das Nugget. Was hat es hier noch gegeben? Ah, das wäre natürlich besser gewesen, als ob ich den Flop bekomme. Schade eigentlich. Ärgerlich. Komme ich gar nicht ans Wasser ran? Auch selten. Aber okay, gut, dann weiß ich da auch Bescheid. Route 47 muss ich jetzt so gesehen surfen. Da gab es keine Alternative. Genau, dann muss ich da einmal runter. So, dann hoffe ich mal, dass wir hier was halbwegs Gutes bekommen. Und eigentlich wollte ich was Gutes, aber... Ja, das ist mal wieder der größte Flop hier. Die guten Pokémon vor dem flüchtig, ey. Mal mir mal den Kopf greifen. So, dann haben wir Spoink. Ich nenne ihn einfach nur tot, weil der Fakt ist, mit dem Pokédex steht, wenn es die Kugel nicht auf seinem Kopf hat, kann es nicht so viel springen und wird dann eigentlich sterben. Und ein Pokémon Mystery Dungeon hat sie aber sogar seine Kugel verloren und du hast den Auftrag, ihm seine Kugel zurückzubringen. Also die Perle. Das heißt, es ergibt alles eigentlich gar keinen Sinn, aber ja, natürlich gibt es hier ein Schalinus. Ich bekomme Spoink. Statt ein Schalinus. Die mobben mich nicht, die machen mich einfach nur moralisch fertig. Okay, gut. Hier ist soweit nichts mehr. Dann kann ich jetzt eigentlich auch Fliegen einsetzen. Wir gehen einmal in die Safari-Zone. Heilen unsere Pokémon voll. Die Dame da links steht mir dazu auffällig. Die muss ich mal noch was fragen. Oder ist das so eine, die dann gegen mich kämpft? Nee. Gut. Und dann kann ich da reingehen. Safari-Zone, denke ich mal, kann ich mir auch ein Pokémon zumindest mal fangen. Bin ich auch mal gespannt. Hey!
Schön, das war unser Encounter. Ach, fick mich, ey. So. Cool, also damit, ja. Das ist mein Safari-Pokémon, auch der Kipo-Venter wäre jetzt auch nicht so geil gewesen und Magneton war eh Species Class. Dieser finde ich auch nicht so der Hammer. Aber das Skirock wäre schon geil gewesen. Man kann nicht immer Glück haben. Okay, Radfratz wäre auch eindeutig nicht eine Option gewesen. Ach, guck mal, das wäre eigentlich... Das ist ein schönes Gebiet. Das gäbe es nur für Pokémon. Okay, jetzt eh nur Müll gegeben. Also von daher... sind es mir die $500 wert, dass ich die Chance hatte, einen Georock zu fangen. Oder einen Kleinstein. Obwohl ich da nochmal fragen muss. So. Dann, ja, was ist das hier? Ah, Safari Song Link, okay. Und können wir eigentlich hier hinfliegen? Speicher einmal. Ich trainiere meine ganzen Pokémon bis Level 34. Nee, mache ich nicht. Da bin ich auch falsch. Ich mache noch die 2-3 Vortrainer, wo sie hat, bevor es dann am Ende heißt, Ah, sie hat keine Vortrainer. Sehr schön. In dem Fall... trainiere ich meine Pokémon bis Level 34, bis dahin darf ich sie haben. Und wir sehen uns dann hier wieder vom Pokémon Center, wenn es soweit ist. Und bis dann, tschüss!